Also, hallo, hier ist wieder Bernd von Saxbrick oder saxvideotraining.com. Ihr seid hier auf der Daily Saxophone Show und heute habe ich wieder eine super Empfehlung für euch. Und das ist jetzt wirklich kein Witz, das ist der Hammer. Das Ding, das ist ein Sopransaxophon von der Marke Chateau. Ich hatte euch in einem vorangegangenen Video irgendwann schon mal ein Altsaxophon von dieser Marke vorgestellt. Dieses Sopransaxophon, das kostet im Laden so um die 750 Euro. Das ist für ein Saxophon ist das nicht viel Geld. Und für ein Sopransaxophon, was gut ist, was tatsächlich gut intoniert, was gut klingt, ist das tatsächlich sehr wenig Geld. Ich habe schon ganz viele Schüler Sopransaxophone ausprobiert und die haben alle unheimliche Mängel. Also das Problem bei Sopransaxophon ist immer, das Hauptproblem beim Sopransaxophon ist immer, dass es nicht gut intoniert. Und ich habe bisher tatsächlich noch kein Schülerinstrument gefunden, was gut intoniert, also bei Sopransaxophonen. Ich selber spiele ein Yamaha-Saxophon, Sopransaxophon, also ein, jetzt muss ich überlegen, was das ist, ein 825 heißen die, glaube ich. 625, 825. Also das ist schon ein Profi-Instrument. Und das hat bestimmt 2000 Euro gekostet oder 1800 oder so. Ne? Das ist echt ein teures Instrument. Die führende Marke bei Sopransaxophonen ist Yanagisawa. Und Yanagisawa zum Beispiel baut nur Profi-Instrumente. Also die bauen überhaupt keine Instrumente für Schüler in dieser Preiskategorie. Findet man da nicht. Das geht alles so bei 2000 Euro los, nach oben, ohne Grenze natürlich. Also es gibt auch für 3.000 und 4.000 Euro. Genau, das hier, Chateau, ist wirklich sehr, sehr gut. Das intoniert fantastisch. Also ich habe jetzt echt mit dem Klavier alles ausprobiert. Eine super Intonation. Es klingt wunderschön. Selbst wenn man volle Pulle spielt, klingt es auch super. Beim Sopransaxophon sucht man ja oft die weicheren Töne, so ein bisschen, versucht ein bisschen mehr klassisch zu spielen. Sopransaxophon hat ja so einen sehr klassischen Sound auch. Also, das kann ich nur empfehlen. Wenn ihr ein Sopransaxophon noch braucht, ihr spielt normalerweise Altsaxophon oder Tenorsaxophon und sucht ein günstiges, gutes Sopransaxophon, dann probiert das aus. Le Chateau oder nur Chateau Saxophon. Würde ich mal in die engere Wahl mitnehmen. Ich habe früher auch so Schüler-Soprane gehabt von irgendwelchen No-Name-Marken. Irgendwas, es war auch teilweise China oder irgendwelche günstigen Sachen.
Und die waren alle so schlecht, die konnte man tatsächlich nicht spielen. Die klangen zwar wie ein Sopransaxophon irgendwie, aber die waren so dermaßen verstimmt, also gerade so unten, untere Oktave, obere Oktave, die war völlig auseinander. Also unten war es zu tief, oben war es zu hoch. Ja, das ist einfach immer ein Problem beim Sopransaxophon. Deshalb kaufen sich die meisten eben auch teure Profi-Instrumente, geben 3000 Euro aus für so ein Instrument, weil das eben gut intoniert dann und weil es gut funktioniert. Und alles so im Preisbereich irgendwie zwischen, was weiß ich, bis 1000 Euro ist halt immer so ein bisschen schwierig. Muss man gucken, ob man was Gutes findet. Okay, also sehr gutes Instrument, kann ich weiterempfehlen. Werde ich mir auch vielleicht zulegen, so als Zweitinstrument, falls ich mal auf Tour bin und will nicht das Teure mitnehmen, dann ist das ganz gut. Okay, ich demonstriere euch jetzt nochmal, wie gut das intoniert, indem ich einfach nur Dur-Akkorde spiele, dann hört man das ganz gut. Da könnt ihr einfach mal checken, dass das eine gute Intonation hat. Also ich fange mal an. Schwankt, da liegt es an meinem Ansatz gerade, weil ich nicht so oft Sopransaxophon spiele. Ich muss mich da jetzt wieder ein bisschen einspielen. Gut.